Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. The Descent. Wie wir hier ein bisschen in einem Haus rumstöbern, hier und da einen Brief lesen. Apropos Briefe, Evelyn. Ich bin über die neuesten Ausgänge von der Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf den Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Ob wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Das Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist so ein tüchtigen und selbst sicheren jungen Mann herangewachsen. So. Oh, Entschuldigung. Sein Geistesblitz erinnern mich an dich. Vor allem der Ausdruck von seinem Gesicht, direkt vor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund, auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst. Aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir erwachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach es weiterhin alle so stolz. Herzliche Grüße. Ken von Barbie. Ah, ich weiß, er ist schlecht. Komm, die Blumen. Zu denen musst du auch was sagen. Nein, nein. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Ach, Gott sei Dank. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Was war das? Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Ach, Quatsch. Nimm's einfach mit, Junge. Habt ihr das Quietschen gehört? Wir haben die Polizei gerufen. Oh, Scheiße. Nein. La. Cool. Etwas Leben in der Bude. La. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo. Tralalala. Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. La. Das brauchen sie ja nicht. La. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. La. So kann ich. Glauben Sie den Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amitorurui in unserem Museum zu gesellen. Genau da stand da. Ich kann ihren Widerwillen gut verstehen. Schließlich haben sie ihn vor uns gefunden. Ich wollte es für uns sagen. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig. Und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird. Entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll. Peter. Ken. D. Barbie. Und George. Rabe. Irgendjemand. Nee, keine Ahnung. Oh. Kann ich das nochmal anmachen? Das hat's richtig geil angehört. Was? Hat's dir nicht gefallen? Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind.
Gehen wir nach oben. Samurai! Na, kennst du das Waffen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Dass er jedes Mal den beschissenen Helm aufsetzen muss. Es reicht doch, ihn einfach anzugucken. La 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 la. Da da. Da da da. Da da. Hier ist noch eins. Aber wer umdrehen sehen wir? Nee. Nein. Sag ich ja. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Andi kannten alle coolen Leute. Amelia Earhart ist nice. Die hat was drauf gehabt. Oder hat was drauf? Ich wollte gerade so ein bisschen die Spannung aufheben, aber hat sich ja aufgelöst. Oh, verschlossen. Arms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Ich muss hier rein. Irgendwie? Wie sollen wir denn da reinkommen? Junge, hast du denn nicht zugehört? Ist verschlossen. Cool gewesen, wenn er gesagt hätte, nicht so laut. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du, was? Ja, wie soll ich da hinkommen? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Bitte nicht verarschen. Komme ich da jetzt hoch? Oh, da ist noch was. Oh, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Schon cool irgendwie. Ist ja mega geil. Cool. Behalte ich definitiv. Okay. Hier oben. Aus der Reihen. Zack. Und noch eine höher. Deswegen wäre er mit Sicherheit runtergepurzelt. Oh nein! Hat's überlebt, keine Angst. Oh, das Rad wird sich drehen. Ah, wie enttäuschend. Eine Alarmanlage.
So. Jetzt sind wir in... Ihr habt nichts gesehen. Jetzt sind wir hier in einem Horrorspiel. Und gleich werden fiese Dinge von hinten kommen. Mal kaputt, Junge. Geh auf. Lass. Okay. Okay. Bin drin. Ich lass ihn nicht rein. Warte. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Von hier ist sie auch verriegelt. Schlaumeier. Ah, ein Brief, der ist viel wichtiger. Noch mehr lesen von Edmund. Evident. Ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren und deine wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Na? Ich brauche dein Geld nicht. Genau gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, war das Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wodurch du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Echt traurig. Ja, das ist es. Definitiv. Oh, ein Bild. Schön. Schönes Bild. Und da ist der Schlüssel. Hab ihn. Ich musste ihn zurücklegen, damit er ihn einsteckt. Okay. Warte, kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Die kann ich jetzt etwa aufschließen. Ja. Wow. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Eine ganze Menge werden wir finden. Und umdrehen. Ja. Nein. Noch eine Kiste. Und? Nein. Nein. Ich habe die Kiste schon gesehen. Aber ich könnte wetten, dass es die Kiste ist, die wir suchen. Deswegen habe ich gehofft, dass wir vielleicht noch irgendwas anderes finden. Aber nö. Dann wird das die Kiste sein, nach der wir suchen. Nach so vielen Jahren. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Was
Reichtümer des Paradieses? Oh, Scheiße. So fing alles an. Moment, warte. Oh, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. So fing alles an. Ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter?